Zum 625-jährigen Plettenberger Stadtjubiläum präsentierten Wolf-Dietrich Grote und Volker Gehrisch ihre Eisenbahnmodellanlage der Plettenberger Kleinbahn im Maßstab 1:22,5 bei Audi Thiemeier in einer Ausstellungshalle. Volker Gehrisch, Grafiker und Künstler aus Wiesbaden, erschafft fotorealistische Miniaturen meist arbeitsbezogener Situationen der 1950er Jahre und setzt sie fotografisch in ganz eigene Bildwelten um. Auch hier in Plettenberg präsentiert er einige seiner Miniaturen und die daraus entstandenen Fotoarbeiten. Mein Name ist Volker Gehrisch, ich bin Künstler aus Wiesbaden und erzähle euch mal, was ich mache. Ich baue Miniaturen im Maßstab 1:22,5, die immer in Bezug zur Industriekultur haben und setze diese Miniaturen dann fotografisch um. Die Miniaturen sind bis ins allerletzte Detail durchgestaltet und konsequent maßstäblich und das eröffnet erst die Fotografie, wie exakt das ist und welche Wirkung das haben kann. Denn wenn ich vor so einem Modell stehe, habe ich immer mein Größenverhältnis dazu und das kann ich nicht ausschalten. Aber die Fotografie nimmt den Maßstab weg und sie enthüllt eben gleichzeitig auch, wie detailliert die Objekte gebaut sind. Ich arbeite seit etwa 10 Jahren an 3 Projekten, die heißen Quiet Earth, A Snapshot in Time und The Acid Years. Alle 3 Projekte orientieren sich an Motiven der Plettenberger Kleinbahn und bei Quiet Earth geht es da um eine fiktive Situation, die sich lediglich an die Stimmung anlehnt, die man auf den alten Fotografien aus Plettenberg einfangen kann. Und bei den anderen beiden Projekten geht es tatsächlich auch um die Frage der Rekonstruierbarkeit realer Orte. Und während The Acid Years sehr weit fortgeschritten ist, das hat zum Thema die Haltestelle Wiesenthal der Kleinbahn mit dem anschließenden Werksgelände von Brockhaus Söhne. Während das nahezu abgeschlossen ist, steckt das Projekt Snapshot in Time mit dem Thema Maiplatz und Mühlendamm noch in den Kinderschuhen. Aber während der Arbeit entstehen immer Teilprojekte, die so weit fortgeschritten sind, dass ich sie fotografieren kann. Und diese Fotos stelle ich dann eben auch schon aus. Das ist eine Fotografie des Innenraums der Beizerei von Brockhaus Söhne. Das ist aus dem Projekt The Acid Years. Das ist in den letzten 2,5 Jahren, also während Corona, unter anderem mit freundlicher Unterstützung der Hessischen Kulturstiftung entstanden. Der Innenraum ist nahezu abgeschlossen. Die Geländefläche, wo das Gebäude draufsteht, da gibt es auch ein paar Kleinigkeiten zu ergänzen, aber ansonsten ist das auch nahezu fertig und ich denke, man kann hier ganz gut erkennen, im Vergleich mit dem Modell selbst, was auf der Fotografie passiert. Zu Snapshot in Time sind, wie gesagt, bereits einige Teilprojekte entstanden. Unter anderem diese Laterne, die früher auf dem Maiplatz hier in Plettenberg gestanden hat und die ich bei mir zu Hause vor einem etwas dramatischen Dämmerungshimmel in Szene gesetzt habe. Die Miniaturen haben immer einen sehr langen Entstehungszeitraum. Und hier kann man mal sehen, wie so ein Objekt im Bau aussieht. Das ist das Haus Lohmann, das am Maiplatz stand und in den 60er Jahren abgerissen wurde, aber für das Stadtbild irgendwie wie eine Art Keimzelle oder magischer Ort gewesen ist und mit dem ich mich deswegen auch sehr intensiv auseinandersetze. Das Gebäude wird nach und nach bis zum Dachgeschoss und dem Dach komplett durchgestaltet. Es gibt einzelne Räume, die schon final ausgestaltet sind und die ich dann eben auch fotografisch schon umsetzen kann und verwenden kann. Wer sich das anschauen möchte, Ende des Jahres erscheint bei Geramond ein Buch, Vollendete Baukunst, und da zeige ich detailliert, wie solche Objekte entstehen. 30.000 Handgriffe, 2.000 Stunden, alles für ein Foto.
Ein langer Weg von der Idee bis zum Bild. Seit 2011 entstehen so Arbeiten als Kombination aus Modellbau und Fotografie. Exakt maßstäbliche Miniaturen, die in der fotografischen Umsetzung ihre volle Ausdruckskraft entfalten und die die Frage nach der Wirklichkeit des Gesehenen aufwerfen. Der zeitintensive Schaffungsprozess der Miniaturen vereint eine Vielzahl von Techniken, von der digitalen CAD-Konstruktion bis zur manuellen plastischen Gestaltung und bewegt sich nicht selten diesseits und jenseits der vermeintlichen Grenzen des technisch Machbaren.